Hi. Hallo. Hallo. Wer ist da? Es müsste, glaube ich, die Alice sein, ne? Ja, ja, ist die Alice. Ja. Hallo. Ich hab alles im Blick. Oh, sag mal, wie fahrt ihr denn? Auto aus. Ich glaube, wir müssen mal das Auto wechseln. Ja, da- na, hallo? Aua, aua! Ja, zerdrück ruhig den Affen! Ich nehme mir ein Polizeiauto. Oh. Aber das ist gut, dass ich gerade gestorben bin. Kann ich wenigstens ja mal hier einen Job starten. Ich hab das Polizeiauto. Nee, jetzt will ich da nicht einsteigen. Kannst du nicht vergessen. Gut. Ja, ich hatte es kurz. Oh. Nein, Batman! Oh Packen Gott. Wir hier mal den abgepackten Döner von einem Lebensmitteldiscounter, der sich auf Schniedel rennt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Weiß es ehrlich nicht? Mm-mm. So, mal gucken hier, war online Jobs. Jobs. Ihr fahrt hier. Ich bin hängen geblieben. Jobs Host. Ja, das weiß ich, das ist neu. Ich wollte es halt nur nochmal anmerken. Das ist gut. Ihr müsst ja Rücksicht auf mich nehmen, falls ich mal wieder hängen bleibe. Ach, ja. Nanu. Nein! Was ist das hier? Was haben wir das hier? Bluffs? Hm, machen wir das mal. So. Zu warten, was? Mehr ist das war keine gute Idee. Ich habe keine Einladung. Ja, naja, ich muss erstmal den Job starten, ne? Ich habe hier erstmal geguckt. Ich krieg gleich eine Einladung. Geh da rein! Das geht gleich los! Sachbeschädigung! So, und meine Crewmitglieder. Crewmitglieder. Also weiß ich, wie Marc so, die Einladung machen. Die Einladung ist raus. Ja. Ja, ja. Red du nur, Ding auf dich, keine mehr. Ja. Ja. Der Roche tritt schon mal bei. Ja. Die Laura auch. Der Roche oh, sogar kommt am schnellsten. Sogar der Mugli ist heute diesmal schneller als... Oh Gott, yes. Das Flugzeug. Ich denke, du brauchst so 50k Leitung. Ja, aber keine 50k Hände. Echt nicht? Nee, ich bin nicht Edward mit den Controller-Händen. Oh, schade. So. Zack. Ich bin voll der Lobo. Tja. Ah ne, Slin ist Level 10, ja okay, dann geht es. Ja, das Level hat ja eigentlich malerweise nichts mehr zu bedeuten. Ne? Ja, ja, nee. Die Erfahrung, mein Freund. Genau. Shooter-Erfahrung. Alter. Oh, ja, das ist ja. Gut. Ja, ich weiß, rede nur. Ja, ja, ich esse nebenbei Chips. Ja, Lappen. Hey, das Chips erkläre ich. Nein. Sag mal, Florian, hast du eigentlich auch einen Bausparvertrag? Bausparvertrag? Ja, da habe ich. Bausparvertrag. Warum fragst du mich so, was natürlich habe ich da eben? Ja, das ist ja der Pippi-Fan, das ist ein Bausparvertrag. Ja, ja, hätte ich das früher auch mal abgeschlossen, dann hätte ich jetzt was gehabt. Das ist einer der wichtigsten Existenzgründe in meinem Leben. Ach, du hast ja Storm. Du hast ja, ja. Storm. Falten, Alter. Ja. Toll. Toll. Hey, wieso habe ich Luftrennen ausgewählt? Storm, solange du kein Hosen drin hast, ist alles gut. Ja, ja, es ist alles okay. Alles ist schick. Boah, wer hat denn dieses Riesenteil? Alter! Was ist das denn? Leute, was macht ihr da? Alter! Ich hab ein Standbild! Verdammte Scheiße! Oh Gott! Nee, du hast ein Standbild oder was? Ich hab ein scheiß Flugzeug. Ich hab ein Standbild! Ein Ständerbild! Ja, Ständerbild! Wer hat ein Ständer, was?
Jetzt, ich stelle mir gerade vor, wie alle um Lauras Charakter rumstehen. Scheiße. Ja, ich sehe auch so gut aus hier in dem Spiel. Da ist bei unserer WhatsApp-Gruppe eine neue und jetzt voll das hübsche Profilbild. Was jetzt passiert? Wer denn? Bei unserer WhatsApp-Gruppe. Glaubst du, die hat einen Freund? Meinst du, ob sie eine Schwester hat? Ah, scheiße! Oh nein, bei mir habt ihr alle das Spiel verlassen. Was? Ja, weil meine PS3 rausgeflogen. Meine PS3 hat sich kurz aufgehangen, deswegen. Nein! Wieso bin ich gestorben? Ich werde mal da kurz wieder rausgehen. Ah, wer ist jetzt auf dem ersten? Das Mund. Boah, das Flugzeug ist furchtbar. Das ist alles normale Alice bei uns. Ach nee, Männer. Oh, Wasser! Zieh doch mal hoch die Karre! Oh, verdammt! Der Storm fliegt schon wieder mit dem Auto, oder was? Der denkt wieder, der ist am Fliegen. Ja, er wird tatsächlich im U-Boot. Das macht er will doch nur noch Hogwarts. Alter, ja. Ja, ich will noch Hogwarts. Redet ihr nur, ich will jetzt was zu trinken. Na scheiße, das kann ich euch nur zugucken. Man will ja in Hogwarts, damit der mit dem Besen auch mal was Langes zwischen den Beinen hat. Was? Ja, ja. Was? Dann hat er auch mal was zwischen den Arsch. Slim, woher weißt du das? Darfst du nicht jedem alles verraten? Das hat mir der Dumbledore erzählt. Ach, der Dumbledore. Der dumme Dore. Ja, der alte Schulleiter hier, Affen, hört doch mal zu. Ja, hab ich doch gerade. Ich hab immer weitere Worte für jeden. Ja. Du nuschelst so komisch. Muschel, Muschel, Muschel. Muschel. Muschel, Muschel. Muschel. Markus, du liest Muschel. Ich mag keine Muscheln. Waren voll ekelhaft, doch wie Vaginas. Sag mal Freunde, das ist das Wind, was fliegst du da zusammen? Düngert am Essen, ja. hast du deinen Dröhner bekommen? In die gleiche scheiß Wand fliegen. 3, 2, 1. Das ist scheiße. Soll ich euch mal was sagen? Ja, denn? Ich bin Erster. Hi. Guckt euch mal Slim an, Alter. Das ist malerweise unmöglich, bei mir Erster zu sein. Konrad ist ja nicht da. Alter, was mach ich denn da so? Wer hat sich da die große Maschine ausgesucht? Usama. Du hast jeder Teil gedacht, es kommt auf die Länge an. Ja, das ist natürlich Mythos. Eins war klein und schlecht. Boah, ich hab nur Jurassic Park bekommen. Boah, ich bin ja bald Level 60. Ja, cool. Das ist ja wie, das ist ja wie im Me-Life. Welche ist da? Ein anderes. Wer brummt da so? Ich glaube, Laura ist der Brummbär. Laura, sitzt du schon wieder auf deinem Mikro? Nein. Ich will die Hintergründe nicht wissen. Du hörst dich ganz leise an. Boah! Boah, ein Renn! Rennkurs! Oh. Brumm, brumm! Brumm, brumm! Yeah. Das geht total ab, das ist richtig schnell! Geschwindigkeit und pur! Wer ist denn der Geralt? Ich bin klar mit, ey! Kugelsicher. Hm. Seid ihr schon im Job? Ja. Nein. Oh je. Ja. Ich auch. Du auch? Ja, jetzt. Ich dachte schon. Oh, super Sportwagen. Ja. Hey. Yeah. Brumm, brumm. Soll ich das nochmal schnell ändern? Nee, nee, pass gut. Nee, nee. Denkt der wieder randalieren an hier?
Ja. Mensch, 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 was machst du denn? Lass den Jungen doch essen. Der ist jung und braucht das. Ja, jetzt bin ich gestärkt. Ja, dann gewinnst du jetzt auch, ne? Feuerschnapp auch gemacht. Warum geht der mit dem nackten Oberkörper und einem Eulenkörper? Ich nehme das Batmobil. Hä? Achso, mein Auto ist ja kaputt schon wieder mal. Verdammte Axt, ey. Jedes Mal, wenn ich damit fahren will, ist das Ding im Arsch. Die Eule macht mir Angst. Danke, liebe Crew. Mach jeden Angst. Ja. Ach, Quatsch. Ja. Ja. Achso, das ist ja der, das ist ja das Lin. Ich hab gedacht, wer ist das denn da? Ja, das war klar, der Affe wieder, weißt du? Oh, ihr Fuchs hat ein Katzenhemd. Ich wollte gerade sagen, ein Katzen-T-Shirt. Ja. Das ist doch die Katze von Schreck. Eigentlich spielt Klavier. Was kennst du so für Gestalten, sag mal? Kennst du Schreck nicht? Nee. Sollte ich den kennen? Ja. Ja klar, der ist doch voll cool. Ja, klemm mich mal auf, ey. Das ist ein grüner Troll, der hat einen Esel als Freund. Das war er schon. Ja. Das ist ein Ogermensch. Geil, das ist ein Arschtroll. Wer hat gerade den Rückwärtsgang eingelegt, sag mal? Hier, du grünes Auto. Das ist doch voll nicht nett. Wer hört denn der Grüne? Irgend so ein betrunkener Alki. So. Mal wieder. Oh, die Steuerung für einen Penis. Ja. Dann wird dir der Martin in der Pfanne verrückt. Nicht nur in der Pfanne. Ja. Du bist mein Sau. Ja, ich weiß. Wieso beleidest du eigentlich Mugli? Ich? Ich hab gar nicht gesagt, du dumme Sau! Nee, ich red von Roach, der hat zu Mugli die Sau gesagt. Ja, da hast du halt nochmal Glück gehabt, mein Freund. Ich mein, nur weil er eine Schweinsmaske trägt, ist er ja nicht gleich eine Sau. Finde ich echt nicht nett von dir. Das ist eine geile Sau, aber das ist was. Ja. Jojo, du tschüss du, Alter! Ja, ich hab meinen Döner gegessen. Ja, das krieg ich mit. Boah, scheiß Wand. Linden, was ist denn du da? Was ist das denn? Das ist eine Wand. Ja, hätte ich nicht gedacht. Unglaublich, ne? Das ist ein Fall für Galileo Mystery. Ja. Was hör mal auf zu rammen, Junge, sonst ramm ich dich mal von hinten. Da tut dir mal alles weh. Boah. Haut der mich da gegen die Wand. Hallo Nils. Ja, ja. Boah, ich war nicht nur auf dem ersten, ich war auf dem nullten und dann kommt dieser Rammer von hinten. Wie kannst du auf den nullten sein? Ja, ich war so schnell, dass das nicht mehr gezählt werden konnte. Ja, ja, das will sein. Ich hab meinen Freund verfehlt. Was hast du verfehlt? Wie geht das denn? Boah, ich hab eine neue schnelle Runde. Boah, ich bin ja voll der Racer hier. Jetzt bin ich letzter. Ja, selber schuld. Also selber schuld, sag ich da nur. Wenn du gegen die Wand fährst und so hier Nationalitäten beleidigt, ihr habt es nicht anders verdient. Lecker. Aber Slim, du fährst auch, als wenn du besoffen bist. Bin besoffen. Okay. Das war Dönerfleisch und Bier eingelegt. Die Scheiße merke ich jetzt erst. Ich hab dich mal gekonnt von der Fahrbahn abgedrängt. Ja, ja, mach dir mal. Ja, hab ich gerade. Ihr könnt ihr alle nur drängen. Das Problem ist, ihr seid so blöd und könnt nicht fahren, dass ihr müsst alle mal von der Fahrbahn abdrängen. Da hätte der Erfolg von Konrad bei Rennen. Das Schlimme daran ist ja, das ist ja die Wahrheit. Ja. Wir können alle gar nicht fahren. Ja, nee. Huch. Oh, diese scheiß Wand! Oh, die Hollywood-Attrappe! Oh, das ist so ein grünes Auto! Ich fahre aber ein rotes. Oh, komm her! Ja, der bist farmblind, wa? Der hat eine Rot-Grün-Schwäche. Achso. Alter, wo kommt denn das her? Wer hat denn die Mauer hingestellt? Ja, selber schuld, Junge! Ja, ich nicht! Du hast mich wieder bedrängt! Junge, das war die Rache des Fedeslords! Da kannst du nicht schützen! Mein Schatz. Ihr kennt ihn nicht, der große Cockring.
Nee, nee, aber du wirst uns gleich bestimmt aufklären. Ja, den musst du über den Penis stülpen, dann wirst du unsichtbar. Aber wenn den überziehst, Alter! Hör mir erst mal zu, wenn den überziehst, wirst du das Geile immer mächtiger. Das hat mich gerade so irritiert, dass ich einen Unfall gebaut habe. Ja, ja, Unfall. Du warst gerade hier rum am Spielen, wo du das gehört hast. Nee, das geht ja nicht. Ich hab die Kamera an, da kann ich nicht an mir umher spielen. Ah, jetzt hab ich einen Checkpoint verpasst, weil ich nur am Cockring am Denken bin. Ja, selbst schuld, muss ich sagen. Und dabei bin ich Zweiter geworden jetzt. Boah, ich bin auf dem Cockring. Joe Cockering? Wer fährt denn eigentlich das grüne Auto? Ich bin auf dem 5. Aber es ist nicht getuned, das ist das Problem. Ach, süß. Ich bin auf dem Vorderrad. Den kostet mit der meisten Geld. Ey, welcher Platz bin ich überhaupt? Ich glaube, weiß ich gar nicht, bist du... Mogli, warst du Erster? Ja, typisch. Na ja, klar. Deswegen war auch die ganze Zeit so ruhig. Was? Ja, ich muss mich auf meinen Penisring konzentrieren. Ja, ja. Alter. Ja, mit eurem Penisring. Mogli, das ist ein Kopf. Oh, ich bin der Mogli und mit meinem französischen Akzent wickel ich dich um Finger. Bonjour. Ich bin mit meiner 11. Finger. Magnifique. Das ist übrigens eine französische Note. Magnifique. Alter. Hab ich selbst erfunden, denn jetzt im Vollrausch. Ja, das ist schön. Ja. Im Vollrausch? Bin ich bei uns in der Stadt zu einer professionellen gegangen, hab sie gefragt, Magnifique. Und hast du jetzt Antwort bekommen? Na klar, oder was? Ey, sie hat gesagt, weiß nicht, was sagst du? 50 Euro. Wir können blasen, aber nichts mehr stören, was du gehört hast. Ja, das konnten sie alle blasen, aber kein Wort Deutsch. Ja, aber vom Tun naja, bei dem Job brauchen sie ja auch nicht viel reden, oder? Ja doch, nee, das stimmt allerdings. Allerdings, ja. Also ich weiß nicht, die müssen schon sehr mundstark sein. Aber die meisten regen aber auch noch danach mit ein. Die haben ein großes Mundwerk haben. Woher weißt du das? Wollte ich auch gerade sagen. Storm ist auch Prostituierte. Ja. Du die ganze Zeit bei Spin oder was, Storm? Ja, gar geil. In der Nacht ziehe ich mir ein Kleidchen an, rosa Tütüs und dann geht ab die Post. Hab ich noch nie gesehen. Der steht da, wenn du von Berlin nach keine Ahnung wo fährst, dann steht der da und sagt, Fiki Fiki 50 Euro. Naja, 50 Euro, so bin ich ja nur nicht zu haben, ne? Ja, Fiki Fiki 50 Euro ohne Gummi 100. Was? Ja. Die Seetour. Ja, ich freue mich richtig. Dann bin ich hunderte Male gefahren. Sag mal, Mugli, wo ist eigentlich der Bruder heute? Der fehlt ja hier. Der Scheiß Liveplay. Sag mal, wieso pennt der schon immer um die Zeit? Weil der müde ist. Der muss. Dann muss ich ihn noch ein bisschen in die Eiche kneten vorher. Ja, das kann auch später machen. Ja, das hat er doch während dem Duschen. Ach, ich dachte, das macht er immer während der Aufnahmen. Roach, wieso hast du eigentlich im Wacken Charakter gewählt? Jetzt habe ich 2000 Dollar gewählt, weil ich gucken wollte, wie viel Geld ich setzen kann. Jetzt hat das Spiel einfach angefangen. Boah. Alter, was ist denn das hier für eine Dosenmaschine? Lass mal bitte gewinnen. Hey, die 2000 Dollar, dann knete ich dir die Eiche. Boah, dann verlier ich extra. Boah, ey. Fahr doch! Mit deiner Hells Angels Kackmaschine. Alter. Was willst du da eigentlich? Und jetzt kommt auch noch die Eule. Der ist gerade immer Scheiße, Alter. Hallo, was springt da rum? Das kann Mario gerade von mir. Storm fliegt wieder von hinten nach vorne. Du kriegst gleich einen roten Panzer gegen den Kopf. Ey, warte jetzt ab, bis ich die Kanone hab. Boah, Traktor, voll cool! Da kann man Rasen mitmähen! Meinst du? Ja! Erzähl mal genaueres! Ja, da kann man über die Wiese fahren und wenn die vorher 5 cm war, ist die vorher nur 1 cm. Das sieht dann wieder wie eine Haarschneidemaschine, nur für den Boden.
Geil. Das tut dem Boden aber auch nicht weh, da habe ich schon gefragt. Das ist alles in Ordnung. Naja, dann. Boah, ja, der sollte weißen, was er tut. Laura! Weg da! Was weg. Macht ihr denn da vorne? Oh. Scheiße! Was geht denn da bei euch? Oh! Das ist aber echt mal voll die Hände. Alter, was macht ihr denn hier? Ich häng fest! Scheiße! Ja. Ich komm nicht mehr raus! Das auf einmal macht diese Strecke wieder Spaß! Jojo! Bild ihr nicht, das ist voll die Hände-Maschine? Oh, Wohnmobil! Da will sich keiner zu äußern, da haben sie Schiss. Nee, ich hab Probleme hier, ich hänge. Boah, komm, ich helf dir mal, du Krüppel. Danke. Ey, wo bist du hin? Ich steh da hier immer noch. Komm, Nils, ich schub's dich an. Ja, du stehst da immer noch, du Schaubtuhr. Zieh an mir vorbei und ich erzähl, der steht da immer noch. Ey, komm, ich hab dich gerade angeschubst, damit du auch mal wieder in die Gerade kommst. Hey. Okay, danke, tschüss, du Arsch. Ja, bitte, du Loser. Also ich find echt, das ist so eine richtige Choppermaschine, so richtig ja. Cool. Oh, pass auf, Stein! Ja, pass auf, Stein! Haut dir mich in den Stein rein! Pass auf, Stein! Du machst nichts auf, dann haut dir mal die Faust! Das ist Mario Kart für arme Mensch! Boah, diese Eule, ne? Es Wohnmobil! Bin ein Rockstar! Der Rockstar! Ich war die krasseste Maschine der Welt! Was für ein Argument. Das sag ich dir doch. Das ist echt voll die krasse Maschine. Weg da. Wir sollten mal etwas über die Maschine reden. Da ist keiner drauf eingegangen. Die ist voll schön. Ja. Ja, oh, ja, da muss ich dir aber recht geben, weil die hat so eine schöne Farbpracht und lässt sich auch gut lenken. Die amerikanische Flagge, mein Freund. Ja. Lalalala. Jo, 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 wäre natürlich schön gewesen, wenn das Auto jetzt nicht im Weg gestanden hätte. Wieso steigt der denn aus? Wieso ja, bin flüchte ich so langsam? Du nur, flüchte du nur. Oh, eine roten Pilze. Ja. Da vorne ist der Storm, den hau ich jetzt so auf die Fresse von den Rindern. So ein Baseballschläger fehlt. Das voll hinten. Von hinten auf die Fresse. Ja. Alter! Wieso steht da das Wohnmobil? Das Problem ist, der Storm hat eine Arschfresse. Also heißt das, wenn ich den Arsch schaue, hau ich ihm auf die Fresse. Ja. Das wusste ich ja schon. Das ist wie mit den Eltern von Ben Stiller. Die haben ja diese Arschkrankheit. Ja. DBS, glaube ich. Ja, genau. Was? Das ist so ekelhaft, wenn die Hörnchen essen. Ich finde das so ein bisschen traurig, dass vor 2 Minuten stand, dass Marky im Ziel ist und ich geiste immer noch irgendwo rum. Ja, ich seh dich auch noch nicht mal im Windschatten oder so. Ja, dann wollte ich mal aufhören mit deinen Blähungen. Als ob. Ja, der Marky ist im Ziel. Moment! Ja, streng dich mal ein bisschen mehr an. Ja, ich drück doch R2 wie ein Wahnsinniger. Nee, du musst noch Dreieck drücken. Dreieck. Ja, ich geb dir gleich Dreieck. Das ist in der ersten GTA-Folge passiert, ne? Das fand ich so herrlich. Sitzen wir mit 5 Mann in einem Hubschrauber und ich sag aus Spaß, was passiert eigentlich, wenn man auf Dreieck drückt? Und du siehst nur, wie der Pilot und 2 andere aus dem Hubschrauber fliegen. Ich glaube, einer davon war ich. Geh weg, du Eule! Oh, ich bin am Leben, du Arschloch! Was passiert? Passiert. Sie hat mich 2 Meter vom Ziel eingeholt. Überholt, meinst du wohl? Oh je, Mine. Überholt. Das ist doch gleich, Jungs. Das ist doch ausbessern, am besten noch nachtreten, wenn der Morki schon am Boden liegt, ja, ja. Ja, normal. Warum nicht? So ich sehe das Ziel. Hey. Boah, ich sehe den Sturm. Nee, siehst du gar nicht. Wo siehst du mich denn? Ich bin doch schon weg. Ich war gerade am Checkpoint. Ach, da kommt er wieder gedüst. Boah, ich krieg wieder 0 Jurassic-Punkte. Ja. Ich will doch irgendwann mal meinen eigenen Park und 8 Japan-Punkte. Boah, Laura, für diese Aktion kommt in die Hölle. Oh. Lutsch, was war denn das für eine Wichsvorlage? Area 4.